Bei der ganzen Geschichte, Krafteck, Seileck, Poleck, Kuhlmann und die anderen Verfahren, wie sie alle heißen, da gibt es immer wieder ein Problem. Das grundsätzliche Verständnis. Gehen wir nochmal von was ganz Einfachem, von unserem Kräfteparallelogramm aus. Wobei das dem Kuhlmann-Verfahren ziemlich ähnlich kommt. Da ist doch, nehmen wir mal folgendes Beispiel, wir ziehen einen Handwagen, wir die Großen ziehen und ein Kleiner will unbedingt helfen, okay. Der eine zieht ein bisschen mehr dahin, der andere ein bisschen mehr dahin, damit man nicht stolpert. Wie groß ist die wirklich resultierende Kraft? Da gibt es so ein ganz einfaches Prinzip, ich verweise dann hier nochmal auf die anderen Videos dazu, falls euch das nicht direkt klar ist. Man macht das so, man sagt, okay, bevor ich hier zeichnerisch loslege, lege ich die Länge der Kraftpfeile fest, und zwar die entsprechend der Kraftmenge, also wie viel Kraft. Beispiel, ich sage, auf dem A4-Blatt kann ich nicht anders zeichnen, dann nehme ich 100 mm, entspricht meinetwegen 10 kN. 10 kN wäre hier bei dem Handwagen ein bisschen albern, aber egal. Wir nehmen es mal so an. Dann zeichne ich die ganze Sache sauber auf, entsprechende Winkel und maßstabsgerecht. Übrigens, diesen Maßstab, den kann ich mir selber wählen. Ich kann auch 10 mm sagen. Wobei, dann wird es zu klitzeklein. Ich könnte auch 100 Meter sagen, dann kann ich es aber nicht mehr zeichnen. Also, man wählt sich den entsprechend selber. So, dann zeichne ich das Ganze sauber auf, mit allen Winkeln, allen drum und dran. Verschiebe meine Kräfte, deswegen habe ich das so dünn gemacht. F1 von dem Kleinen, ne, habe ich hier nochmal als F1, als Vektor, Strich hingezeichnet, weil es ja eigentlich die echte Kraft hier an der Deichsel angreift, am Griff, und F2 auch verschoben, dann habe ich mein parallel verschoben, wohlgemerkt, dann habe ich mein Kräfteparallelogramm, kann FR einzeichnen, FR abmessen mit dem Lineal, und wenn ich es abgemessen habe, dann dem Maßstab gerecht wieder in die Kraft verwandeln. Wäre zum Beispiel, ich habe 10 kN, verhält sich zu 100 mm wie FR resultierend, zu 157 mm, dann stelle ich die Gleichung um. Wie das funktioniert, werde ich hier einen Link anbringen und nach entsprechend umstellen, wobei es hier ganz leicht ist, dann habe ich hier 157 kN für FR raus. People einfach, geht, ja, aber jetzt. Das grundsätzliche Verständnis ist immer dann, wenn ich schon eine Geometrie vorgegeben habe, zum Beispiel bei meiner typischen Krafteckaufgabe, Kranausleger oder was auch immer, Bücherregal, Halter an der Wand, hier oben eine Schraube, hier unten eine Schraube, die hier unten ist gar nicht so wichtig. So, und ich habe aber eine spezielle Geometrie schon vorgegeben. 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. Oh. Und ich habe aber nur eine ganz unpassende Kraft, die da wirken soll, von 20 kN. Schön wäre, wenn ich sage, ich könnte mir das alles wieder selbst wählen und könnte sagen, 20 kN entspricht, so wie in dem obigen Beispiel hier, ne, ich lege meinen Maßstab selber fest, entspricht dann 20 cm, dann stelle ich meine Verhältnisgleichung auf, hier ist es alles mit einfachen Zahlen. Das wäre ideal, da könnte man es einfach machen. Aber Leute, cool bleiben. Wenn so eine Geometrie vorgegeben ist, naja, Herrgott nochmal, da muss ich meinen Maßstab ein bisschen anders anpassen. Hier in diesem Beispiel, wenn ich also F-Zug ermitteln will, hier F-Zug, die zieht ja. Guckt nochmal in dem anderen Video nach, hoffentlich kriege ich dann den Link hier unter, warum die zieht. Und warum die hier unten die 4 Meter entsprechende Kraft drückt. Nochmal, dieses Video hält dann übrigens an. Könnt ihr ruhig mal oben reinklicken, zack, anklicken und dann gucken und dann hier wieder zurückkehren, ist kein Problem. So, was passiert dann also, wenn ich solche blöden Maße schon vorgegeben habe? Ich also das grundsätzliche Verhältnis der Kräfte eigentlich schon dadurch vorgegeben ist, dass ich allerdings manchmal ganz blöde Längen vorgegeben bekommen habe. Ja, dann nochmal. Cool wie Eis bleiben, deswegen habe ich das auch so gezeichnet. Dann sage ich, okay, na und, Herrgott nochmal. Wenn ich F-Zug jetzt ermitteln will, dann sage ich, warte mal, ich könnte ja meinen FG, ich mache das mal so, hier reinschieben. Aber das wäre ja zu klein. Na und, dann sage ich, mein FG passe ich an die 3 Meter an. Das soll dann FG sein. Das gibt ein bestimmtes Verhältnis, ne? Das wird dann natürlich anders werden. Aber das kann man ganz locker aufschreiben. Machen wir das mal. Also, ich schreibe das mal in grün, damit wir wissen, das ist FG. Meine 20 kN entsprechen dann, welcher Länge? Na, 3 Meter. Und das ist genauso wie 5 Meter, mache ich mal in dunkelblau. Die weiß ich schon. Achtung, immer darauf achten, dass ich die entsprechenden
Sachen richtig rum aufschreibe. Also wenn ich 20 Kilonewton oben hinschreibe, muss hier oben eine Kraft erscheinen. Wenn ich hier unten eine Länge habe, hier auch. So, entspricht dann meinem F-Zug. Ja, na und jetzt wird es nicht mehr schlimm. Jetzt nach diesem Beispiel, was stört? F-Zug soll alleine stehen. Wenn ich es unterkriege, hier der Link zum Gleichungen lösen, nochmal, wie man das grundsätzlich macht, auch für physikalische Aufgaben, dann sage ich, okay, mich stört, wenn F-Zug alleine stehen soll, durch 5 Meter, das Gegenteil heißt mal 5 Meter. Dann sieht die Gleichung, ich schreibe jetzt mal alles in Schwarz so aus, ruhig nochmal abschreiben. Leute, schreibt eine Zeile mehr und schreibt alle Maßeinheiten hin. Das hat riesige Vorteile, denn grundsätzlich kriegt man dann die richtige Maßeinheit. Warum, zeige ich jetzt gleich. Achtung. So sieht dann die Gleichung aus, ne? So, jetzt gucke ich und das kürze ich jetzt mal in lila. Warte mal. Meter und Meter gehen beide durch Meter, bleibt eine 1 übrig. Aha, ich habe also die richtige Maßeinheit schon gegeben hier, diese Kilonewton. Die bleiben dann schon übrig. Also kann ich da schon kontrollieren, ob ich alles richtig gemacht habe. 20 mal 5 ist 100, durch 3 ist 33,3. Das konnte man jetzt im Kopf. Wenn es dann mit blöderen Zahlen ist, ne, nicht glatte 5 Meter oder irgend sowas, dann nehmt ihr einen Taschenrechner. Logisch, würde ich auch machen. Und hier kommt also 33,3 Periode 3. Und jetzt die Einheit, die steht schon da. Mit der Einheit nehmen wir mal Kilonewton heraus für F-Zug. Es kann ruhig sein, dass die gesuchte Größe auf der rechten Seite steht. Wenn, dann lasst sie da. Dreht nicht die ganze Gleichung um. Gibt es meistens Ärger. Ich hoffe, es hat geholfen, das nochmal zum grundsätzlichen Verständnis. Also, wenn ich eine Geometrie vorgegeben habe, ja, je, dann muss ich mich der Geometrie mal anpassen. Dann kann ich meinen Maßstab eben nicht selber wählen. Hoffentlich hilft das zum Gesamtverständnis. Ich werde jetzt zum Schluss, deswegen rede ich jetzt noch, hier noch links entsprechend nochmal einbauen. Und ich empfehle, zum Beispiel bei dem Wort Normalkraft, da gehen viele ein bisschen in die Knie, das ist die Kraft, die immer senkrecht auf irgendwas drauf wirkt. Werde ich dann vielleicht noch das Video, den Link fürs Video hier unterkriegen. Ich glaube mal, ich höre jetzt an der Stelle auf. Guckt euch in der Playlist die anderen Videos auch mit an. Ich glaube, das hilft. Na denn. Und ich hoffe, dass dieses Video auch geholfen hat. Wenn ja, dann bitte Daumen. Tschüss.